Immer mehr Männer und Frauen wollen Familie und Beruf miteinander vereinbaren. Sie wollen Kinder haben und sich beruflich weiterentwickeln. Dazu brauchen sie ein familienfreundliches Arbeitsumfeld. Gleichzeitig möchten Unternehmen immer weniger Ausfallzeiten von qualifizierten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern bzw. möglichst planmäßig neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewinnen, gerade in Zeiten des zunehmenden Fachkräftemangels. Ein gutes Kinderbetreuungsangebot macht beides möglich. Das haben auch die Unternehmen erkannt und bieten deshalb immer mehr betriebliche Kinderbetreuung an. Wir stellen hier ein Erfolgsmodell vor und zeigen konkret auf, welche Vorteile eine betriebliche Kinderbetreuung für beide Parteien mit sich bringt. Das Kinderhaus Kiwi, seit dem Jahr 2001 der Betriebskindergarten von Wintershall und Wingas in Kassel. In drei Gruppen finden hier 60 Kinder im Alter von einem halben bis zu 12 Jahren eine außerfamiliäre Heimat und Freiraum für ihre individuelle Entwicklung. Uwe Scherer ist der zuständige Abteilungsleiter. Von ihm wollen wir wissen, welche Gründe dafür sprachen, einen Betriebskindergarten einzurichten. In unserem Unternehmen ist es so, dass der Mitarbeiter unser höchstes Kapital ist. Und in dem Sinne ist es uns natürlich auch wichtig, dass der Mitarbeiter seine Arbeit vollbringen kann mit einem freien Kopf letzten Endes. Und da gehört dieser Bereich Vereinbarkeit Beruf und Familie dazu. Das heißt, wenn ich letzten Endes weiß, auch wenn ich nun Mutter oder Vater werde, dann bedeutet das kein Karriere aus, sondern mir wird ein relativ schneller Wiedereinstieg ermöglicht. Und das können wir dokumentieren. Wir haben verkürzte Einstiegszeiten. War für mich ein Grund, Kinder zu kriegen, natürlich nicht wirklich, aber nach dem Kinderkriegen ganz schnell wieder an die Arbeit zurückzugehen. Also ich bin nach 6 Monaten, ich habe 2, sofort wieder an die Arbeit. Ganztags. Oder aber während der Elternzeit kommen schon die Elternteile in Teilzeit wieder. Ja? Und das sind alles Rahmenbedingungen, die es einem Mitarbeiter natürlich wesentlich erleichtern, Beruf und Familie in Einklang zu bringen. Doch auch bei einer strategischen Ausrichtung spielt der Investitionsbedarf gewiss eine Rolle. Also nochmal nachgefragt. Kann man Zahlen nennen? Ich kann Ihnen Zahlen nennen, ich werde auch gleich vielleicht eine Zahl nennen. Ich muss nur vorausschicken, dass die Zahlen, die ich dann nenne, extrem stark abhängig sind von dem, was an Leistung dahinter steckt. Das heißt also, der Hauptfaktor der Kosten liegt im Bereich des Personals. Das heißt, also Personal schon mit 80% auf der Kostenseite zu Buche schlägt. Und an dem Punkt ist jede Stunde Öffnungszeit mehr, eben entsprechend mehr, auch was die Platzkosten angeht.